Hallo und willkommen hier zur 60. Folge Transport Fever 2 auf meinem Kanal. Ja, wir wollen unsere neue Strecke weiterbauen. Die wollen wir auch in dieser Folge fertig bauen und dann auch hoffentlich noch in Betrieb nehmen. Ich denke aber mal, das sollte machbar sein. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier sind. Ich nehme jetzt einfach mal die 200er Strecke. Ich weiß gar nicht, welche Gleise haben wir denn. Auch 200, na, das passt doch. Einmal frei. Nee, das wollen wir nicht. So, was ist denn, wenn ich jetzt ganz stur einfach hier hingehe? Wo müssen wir denn hin? Da? Passt das? Na, ist doch. Was will man denn mehr? Was will man denn mehr? Ich habe auch noch ein bisschen laufen lassen zur letzten Folge. Einfach aus dem Grund, dass wir ja der Tunnel hier wieder einen Haufen Geld kosten wird. Oh, schön, dass das jetzt wieder hier nicht funktioniert. Wie ich soll, dann müssen wir das Ganze halt in Etappen bauen. So, weiter geht's. Könnten wir eigentlich auch einen schnellen Zug dann gleich nehmen. Achso, das, genau das, da hatte ich ja mir schon den einen rausgesucht. Fällt mir gerade wieder ein. Dann würde ich sagen, nehmen wir den dann auch direkt. So, hier machen wir mal das, die Weiche einfach mal im Tunnel. Na. Wieso ist jetzt der Bau nicht möglich? Dann müssen wir es halt so machen. Nochmal neu. So. So, so passt es. Wir brauchen die Ausfahrtssignale. Hier noch ein Signal. Und dann machen wir hier noch ein Signal hin. Und wir machen... Machen wir hier noch eins? Nee, machen wir nicht. Machen wir nur hier die Ausfahrtssignale. Hier noch das Einfahrtssignal. Gut, das Depot würde ich, glaube ich, hier oben hinsetzen. Da hatte ich mir auch schon wieder das ausgesucht. Wo war es jetzt? Hier. So, mal gucken. Ja, das ist so hoch. Bisschen drehen noch. So. Gleis nehmen wir das und das bauen wir da einfach ganz stur ran. So, dann brauchen wir selbstverständlich noch eine Linie. Von da nach da. Und dann ist das RE Schalteck nach Lustenau. Wo ist da der Bahnhof? Hier oben. So. War das diese oder war der elektrisch? Der war elektrisch. Gut. Ich denke mal, da wird einer erstmal auf jeden Fall reichen. So, perfekt. Und dann steigen wir selbstverständlich auch direkt ein. Und genießen die Fahrt.
Jo, ist natürlich jetzt wieder eigentlich fast eine Strecke, die aus 100% Tunnel besteht. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich hätte aber gedacht, dass wir schneller fahren, muss ich ehrlich sagen. Geht das hier etwa bergauf? Nö. Nee. Na gut. Stopp. So, das müssen wir hier natürlich schnellstmöglich berichtigen, das Problem. So, dann steigen wir wieder ein. Und dann kann es weitergehen. So, und dann kommen wir auch fast, oder kommen wir auch direkt an. Mal gespannt, ja, ein paar Vereinzelte warten schon. Aber wirklich sehr vereinzelt. Auch sehr nett. Oh, da warten sogar zwei gleich, sehr gut. Gut. Drei Stück. Naja, gut. Wie sieht es hier oben aus? Ja, immerhin schon mal sieben. Kommt vielleicht alles noch. Müssen wir einfach mal gucken. Der macht ja auch Verluste. Zeuge verwalten. Können wir ja eigentlich auch einen Waggon wegnehmen. Weil wir sehen es, wir haben schon wieder bisschen, wir machen wieder weniger Gewinn und das ist nicht so schön. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Und hier kriegen wir immer noch nicht alles abtransportiert. Das ist irgendwie schon krass. Kopieren wir mal nochmal. So, dann können wir die drei hier gleich mal setzen. Diese Lok. 1, 2, 3, 4. Und 19 Wagen. 1, 2, 3, 4. Achso, 180. Nee, Quatsch, 360. Nee, 380. Ah, zu wenig Geld. Müssen wir kurz warten. Das gehört dann eben auch dazu, also das ist, ich versuche das jetzt schon so wie möglich zu, euch das auch mal zu zeigen. Also es ist halt auch sehr viel Zeit, was ich mir mal einfach das Spiel laufen lasse. Und so eine Geschichte jetzt zum Beispiel dann auf Offscreen mache. Wir haben schon 1,6 Millionen Waren, fast 1,7 Millionen Waren transportiert und bewegen uns so langsam auf die 1 Million Passagiere zu. So. Wäre natürlich top, wenn wir das Geld dann jetzt langsam dann auch bekommen würden.
Viel fehlt nicht mehr. 16 Millionen ungefähr noch. Ja, und da kam wieder ein großer Kostenpunkt rein. Sehr schön. Na los. Muss doch mal möglich sein hier. Meine Züge werden ja auch nicht billiger. Ihr seht es immer rechts, da wo der Pfeil jetzt gerade ist. Die Zahl tickert langsam aber sicher hoch. Kann doch nicht sein, ey. Machen wir hier keinen Gewinn oder was? Ich muss das Ganze jetzt hier mal beobachten. Aber ich kann doch nicht von 100 Millionen fast gewinnen, auf immer auf 0 runterfallen. Das macht ja auch nicht so wirklich Sinn. Also ich habe jetzt hier im letzten Jahr quasi das mal rausgerechnet, da sind wir ja bei knapp über 100 Millionen Gewinn. Ja, dann leihen wir uns jetzt mal ein bisschen Geld. So, neuer Versuch. Fahrzeuge verwalten, die drei. Diese Loks. 1, 2, 3, 4. So, und bis 380. Jetzt ging's. So, und dann müssen wir das hier mal auch gebacken kriegen, das alles abzutransportieren. Das kann ja nicht sein, ey. Naja, gucken wir mal. Hier hinter wollte ich jetzt mal gucken. Das ist ja hier wirklich ein sehr hoch. Ist schon krass, ey. Terminal ist fast eigentlich komplett ausgelastet, der ganze Spaß hier. Übersicht. Ja. Weil die stehen hier schon Schlange und ich kann nicht noch. Ach so, genau. Ich hatte ja überlegt, wir haben hier noch ein Terminal frei. Terminal 6. Und da hatte ich jetzt überlegt, dass wir einfach hier eine neue Linie machen. Von hier nach, wo brauchten wir es? Hier hinten. Können wir hier auch noch? Genau, hier brauchen wir nämlich auch noch ein Terminal. Konfigurieren. Geht das? Nee, geht nicht. Müssen wir anders machen. Reißen wir ab. Gebäude. Und dann hatte ich mir jetzt nämlich überlegt, dass wir hier noch eine zweite Linie quasi machen. Dass wir die Linie mit Stein und Kohle, dass wir das quasi aufteilen. Hat einfach den Vorteil, dass wir zweimal LKWs haben, die entladen. Und auch zweimal LKWs haben, die beladen. Und ich hoffe einfach, dass uns das Ganze dann... So, dann machen wir das hier. Dann wird das hier die Eisenlinie. Und dann wird das hier die Kohle. So, dann müssen wir nämlich die Eisenlinie hier umstellen. Fahrzeuge verwalten. Quatsch, nicht Fahrzeuge verwalten. Die Eisenlinie verwalten und dann müssen die hier einladen. Eisen. Und die Kohlelinie, dann machen wir nämlich auch Linie verwalten. Die laden hier ein. Kohle. Perfekt, so würde ich das machen. So, und dann nehmen wir jetzt hier einfach mal. Können wir das? Geht das? Hier einfach mal ein paar Fahrzeuge rausnehmen. Die wir dann auf die andere Linie packen.
Machen wir einfach mal die Hälfte. Eisen. Wo sind wir denn gerade? Eisen, wir brauchen. So, und dann würde ich Fahrzeuge verwalten. Dann würde ich hier nämlich nochmal drei klonen. Ah, nicht genug Geld, sehr schön. Schon wieder nicht genug Geld. Doch, jetzt. So, Eisen und bei der Kohlelinie machen wir das genauso. So, und dann nehmen wir hier nämlich die Kohlelinie Terminals, Kohle auf die 6. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob das was bringt. Theoretisch müsste sich das dann aufteilen. Und dann sollten wir hier deutlich besseren Absatz bekommen. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ja, mal gucken. Beobachten wir mal den Fall. Kommt auf jeden Fall erstmal wieder ein Zug an. Ja, auf jeden Fall nicht voll. Das ist schon mal. Hier sind etwa so viel los in der Ecke. Das ist schon. Enorm, so, der nimmt auch mit. Wie sieht's denn hier aus? Eieiei. Achso. Was kostet denn so ein TGW? Fahrzeuge verwalten? Ah, der ist teuer. Ja, da müssen wir damit erstmal klarkommen. Ganz einfache Geschichte. Dann müssen wir damit erstmal klarkommen. Hier ist es auch die TGV-Linie, die hat einfach extremst viel bringt. Wie sieht denn das hier mit der Linie aus? Können wir die ein bisschen nochmal abspecken? Das ist nämlich immer noch groß genug hier, die Linie. Ja. Nur die hier nicht. Welche ist das? Welche ist denn das? Ach, die hier unten. Okay. Aber die können wir jetzt auch nicht. Da haben wir nicht das Geld zu. Das müssen wir ein anderes Mal machen. Beziehungsweise ich muss es mal ein bisschen laufen lassen. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Kriegen wir das jetzt hier alles weg? Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Also Kohle kriegen wir schon mal weg. Das ist jetzt nur noch das Eisen, was weg muss. Das dann auch noch wegkriegen. Dann sind wir gut. Wir können ja, besser gesagt ich, wir können ja noch mal hier... Machen wir eine noch... Einen noch dazu. Dann sind hier nämlich die Terminals auch nicht mehr so voll. Und dann können wir das hier auch alles. Kommt nämlich der nächste Zug direkt wieder an. 13 Millionen. Was macht denn die Linie hier gewinnen? 44 Millionen. Eigentlich kann man fast sagen, dass zwei Linien fast meinen kompletten Gewinn ausmachen. Also immer hier die TGV-Linie und die hier. Ist schon ordentlich. Ist der nicht voll? Doch, der ist voll. Wie sieht's hier aus? Auf jeden Fall schon wieder besser. Ja, ich gucke gerade alles mal so ein bisschen hier in der Region jetzt durch. Das müssen wir uns irgendwie mal ein bisschen angewöhnen. Dass wir das regelmäßig machen.
auch voll. Der kommt auch voll. Und hier hinten, der ist hundertprozentig auch voll. Aber hier wird es weniger, das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, dass wir so langsam dann das Werk hier hinten versorgen. 1000 Eisen, alles klar. Ich würde das Ganze hier auch umbauen. So, kriegen wir hier die Straße geändert? Ja. Dann bauen wir das hier so. Die produziert noch nicht. Warum ist hier dann Werkzeuge? Ach ne, hier ist Eisen, okay. Können wir hier... So. Bauen wir hier einen ordentlichen Kreisel hin. Jetzt wird das Eisen noch verbraucht, sehr gut. Naja, das ist noch nicht so ganz ausgereift, aber ich würde sagen, wir lassen das erstmal so. Ich lasse jetzt mal noch das Spiel eine Weile laufen. Ich will mal unseren Gewinn hier beobachten, wie sich das alles hier so einpendelt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.